Der Max vom Seetal. Ich bin dem Max auf einer Skitour das erste Mal begegnet. Und es hat mich selten mal irgendjemand so stark beeindruckt wie der Max. Der Max ist ein Original. Da muss man lange suchen, bis man so jemand findet. Und wenn er nicht da gewesen wäre, so hätte man ihn überhaupt nicht nachmachen können. Und ist ein netter Nachbar. Meine Mama hört viel, wieder mal was Lustiges und so. Und er muss noch eigentlich alles tragen, wo wir eigentlich fahren können. So, gell? ...2065 Meter hoch. Mitten in der Silvretta liegt die Seetalhütte. Sie wird von dem 1931 geborenen Max Zangerl seit 41 Jahren betreut. Bis 1993 allerdings nur so nebenbei. Von Mitte Juni nach der Schneeschmelze bis Oktober ist die Hütte geöffnet. Hier oben muss man, wie er sagt, Zeit haben. Dass er Zeit hat, sieht man an der Ruhe und Muße, mit welcher Max sein Brot backt. Fast wie ein Ritual sieht es aus, wenn er den Teig von einer Hand in die andere wirft oder seinen legendären Apfelkuchen zubereitet. Jedem Gast wird bei der Bestellung gleich erklärt, dass er kein Bier habe. Wasser wird von einer Quelle direkt in die Hütte geleitet und kann umsonst getrunken werden. Die meisten Besucher kommen, weil sie von Max gehört haben. Sein Ruf als Hüttenwirt und Mensch eilt ihm voraus. Gerade am Wochenende, wenn viele Wanderer kommen, kann es durchaus sein, dass Max seine Apfelwehe, wie der Apfelkuchen in der Schweiz auch genannt wird, mehrmals am Tag backen muss. Wer ihn einmal probiert hat, wird ihn immer wieder essen. Im Tal kennen sie Max Zangerl nur als Max vom Seetal. Niemand würde hier auf die Idee kommen, ihn als Herrn Zangerl zu bezeichnen. Die Menschen hier duzen Freunde wie Fremde. Das Sie existiert nicht. Ab 2000 Metern wird geduzt, sagen sie. Das Montafon in Vorarlberg. Vom Bergdorf Gaschurn, unserem Ausgangsort, dauert der Aufstieg zu Max ca. 6 bis 7 Stunden, vom schweizerischen Klosters ca. 3 Stunden, bei zügigem Marsch wohlgemerkt. Die Wanderführerin Annemarie zeigt den Weg. Sie selbst wohnt oberhalb des Tales auf dem Maisäsker Neu, einer Zwischenstation vom Tal zur Hochalpe. Die nächste Station im Garnerertal ist die Tübinger Hütte. Von da aus führt der Weg weiter aufwärts über das Plattenjoch ins Seetal.
Je höher man kommt, desto grandioser und mächtiger wirkt die Landschaft. Während man unten das saftige Grün der Wiesen genoss, gibt es hier oben graues und raues Gestein, das mitunter auch sehr bedrohlich wirken kann. Annemarie hingegen fühlt nichts Bedrohliches. Sie sagt, den Bergen müsse man Respekt entgegenbringen und sie zum Freund machen. Nur noch Tiere wie diese Steinbockgeiß mit ihrem Jungen sowie die robustesten Pflanzen verirren sich nach hier oben. Bald ist unser höchster Punkt bewältigt und das Plattenjoch erreicht. Der Bergpfad, sehr gut markiert und beschildert, führt steil abwärts in den Talboden unterhalb des stark zurückgegangenen Seegletschers. Darüber ragen der große Litzner und das Seehorn majestätisch empor. Die Gemsen begrüßen uns beim Übergang vom schroffen Fels zu den grünen, saftigen Bergwiesen. Die Natur bietet so frische und kräftige Farben, dass wir uns oft in einer Filmkulisse glauben. Neben der Vegetation trifft man hier auch auf eine vielfältige Tierwelt. Man muss nicht geduldig sein, um diese Dinge zu sehen. Sie sind hier so normal und allgegenwärtig, dass keiner über deren Anwesenheit oder Schönheit spricht. Nach gut 7 Stunden erreichen wir den Seetalsee, an dessen Ende die Hütte liegt. Annemarie kennt Max seit 2 Jahren und geht ihn dann und wann besuchen. Im Gegensatz zu ihr sind die meisten Gäste bei Max Wanderer, die ihn für eine oder mehrere Nächte besuchen. Nachdem Rucksack und Bergschuhe abgelegt sind, geht der Gast zu Max und stellt sich vor. Diese Art der Begrüßung ist ein allgemeiner Bestandteil des Hüttenlebens und im Besonderen bei Max und vielen Wanderern sehr stark verinnerlicht, wie Oliver Feiler von der Universität Konstanz in einer Studie untersuchte. Ein Österreicher. Ja, sind wir kein Österreicher. Ja. Du bist verheiratet, gell, Max? Du bist verheiratet. Du bist verheiratet. Ja, okay. Er will das Date dich sofort heiraten. Die Vorstellung und das Gespräch geben Wirt und Gast die Möglichkeit, sich kennenzulernen und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Denn Gast und Wirt werden für diese Nacht auf der Seetalhütte denselben Raum teilen. Wer diesen Ablauf nicht kennt, gibt sich sehr schnell als Greenhorn zu erkennen. Und dann haben wir gedacht, die Augen, das Gesicht, der, und dann hat man da geschwätzt, das ist der Wirt von der Seetalhütte. Und denkt, also der kann ich ganz sicher einmal besuchen. Ja. Und dann habe ich die letzte Jahre einmal ganz leer erwischt, bin ich hergekommen und dann hast du ein bisschen Zeit gehabt. Max studierte an der Eidgenössischen Fachhochschule Maschinenbau, ging danach zur Schweizerischen Bundesbahn und war später Betriebsleiter eines Kabel- und Kautschukwerkes. Danach gründete er seine eigene Firma und war Spezialist für Bautechnik.
Er verkaufte das Unternehmen 1993 und lebt seither während der Sommerzeit auf der Hütte. Den Winter verbringt er mit Skihochtouren, immer abseits der angelegten Pisten. Bekannt und berühmt wurde er aber als außergewöhnlicher Hüttenwirt. Heute muss er den Senner Ernst vertreten. Max geht hierfür auf die Hochalm, um nach den Kühen zu sehen. Hilfsbereitschaft und Kameradschaft sind bei Max großgeschrieben und ein allgemein notwendiger Bestandteil für das Leben in den Bergen. Seine Hütte mag nicht den Vorstellungen moderner Innenarchitekten entsprechen, doch es ist alles vorhanden, was man hier oben zum Leben braucht. Im Vorraum ist eine kleine Werkbank mit den gängigsten Werkzeugen. Es gibt Stauraum für Rucksäcke, Lebensmittel und sonstiges Material. Weiter hinten befindet sich die Toilette. Die Küche bietet Geschirr für bis zu 20 Leute und vielfältige Küchenutensilien. Der Herd wird mit Holz beheizt, von dem immer ein Vorrat getrocknet bereitsteht. In diesem einen, nur knapp 20 Quadratmeter großen Raum spielt sich das gesamte Hüttenleben ab. Er ist gleichzeitig Küche, Gaststube und Schlafraum. Es gibt 16 Schlafplätze. Ein gleichmäßiger Geruch nach Holzfeuer füllt den Raum, der auch dann die eigene Kleidung nicht mehr verlässt, wenn man nur eine Nacht in dieser Hütte verbracht hat. Zudem gibt es noch Zelte, die von Max aufgestellt werden, wenn mehr Gäste kommen. Wanderer, die bei Max nicht mehr unterkommen können, müssen mit mindestens 3 Marschstunden bis zur nächsten Hütte rechnen. Aber bisher, sagt er, habe er noch jeden Gast untergebracht. Öllampen sorgen für Helligkeit. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die schriftlichen Hilfestellungen, die innen und außen an der Hütte angebracht sind. Für seine Gastfreundschaft erwartet Max Höflichkeit und Respekt. Wer sich nicht daran hält, hat mit entsprechenden Bemerkungen von Max zu rechnen. Max kommt von der Hochalm zurück. Er nimmt zum Gehen seit einigen Jahren einen Stock. Bei einem schweren Autounfall verbrannte sein Bein bis zum Knie. Die Prognose der Ärzte war nicht gut, doch Max blieb störrisch und machte weiterhin, was ihm gefiel, unter anderem Skifahren. Seine Schuhe und Skischuhe hat er der Verformung des Fußes angepasst. Doch davon später mehr. Ja, sind wir wieder da.